Hallo und ein herzliches Willkommen zurück. Wir wollten die Kiste leer machen. Das tun wir auch. Wir bringen die Erde jetzt ganz nach oben, platzieren die da und kommen dann wieder runter, beziehungsweise wir können auch den Sand hier in den Etagen lassen. Das fände ich auch noch gut. Dass wir hier nämlich gleich. Ist das dunkel? Oh, das ist ja dunkel. Na gut, aber wir machen hier trotzdem schon ein kleines Stückchen zu. Also ein paar Sanddinger können wir noch setzen, bevor die tiefe Nacht einbricht. Und dann sollten wir uns vielleicht doch noch mal ein paar Tränke machen, dass wir hier auf jeden Fall noch was sehen. Und wir sind jetzt ja noch eine Weile unter Wasser wieder. So, der Stack ist weg. Ich glaube, dann können wir doch erstmal noch mal nach oben. Das ist dann wohl das Einfachste. Ach nee, nach unten. Ach Quatsch. In der Richtung vertan. Wir müssen ja nach unten. Unten ist ja alles fertig, nicht oben. Das Bett habe ich dabei, glaube ich, ne? Ja, das habe ich dabei. Dann können wir nämlich gleich ein paar Karotten mit hochnehmen. Können uns noch schön einen Trank machen, damit wir dann auch was sehen. So, du bist fertig und du bist fertig. Dann pflanzen wir doch hier wieder nach. Nur so ein bisschen was mitnehmen. Ich glaube, das reicht ja. Ich glaube, das reicht für ein ganzes Leben, die Karotten. Nein, jetzt noch. Nee, nach oben. Wir haben keinen Platz mehr. Nach oben. Hier hatten wir mit Sand angefangen. Da machen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Hier würde ich dann auch wieder, so wie wir das letztes Mal gemacht haben, kleinere Kammern machen. Denn der Raum hier ist ziemlich hoch und ich glaube, dass wir da Probleme kriegen, wenn wir da nur irgendwie vier Kammern machen. Ich würde hier auch wieder sechs draus machen. Ich glaube, dann ist das einfach mit den Schwämmen ein bisschen einfacher. Da. Da ist noch ein bisschen Platz. Nur hier nur den Eingang noch offen lassen. Genau, und dann hier noch ein Stack haben wir noch. Den würde ich einfach hier ansetzen, dass wir hier zumachen. Na, na, na. Oh, ich muss atmen. Die letzten paar Sand da noch hin. So, und dann können wir erstmal Tränke machen und die Erde hier oben drauf packen. Besser machen wir erst Tränke, weil das dauert ja immer ein kleines bisschen. Seltsamer Trank haben wir da schon. Wir brauchen jetzt noch Gold. Und Gold haben wir ja eigentlich. Ich würde da einfach jetzt aus dem Gold-Dings Nuggets machen. Fertig. Wie war das noch? Muss ich die umranden? Ja, genau. Okay, so war das. Gut. So, jetzt haben wir sieben goldene Karotten. Also, wenn uns das nicht weit bringt, da haben wir noch Redstone. Das war schon seltsamer Trank, ne? Genau, da können wir da nämlich jetzt eine Karotte reinpacken und kann das vor sich hinbrauen. Die Setzlinge will ich mal auspacken, Äpfel auch, das muss ich jetzt nicht alles mitschleppen. Der Eimer kann auch erstmal weg. Hallo, bald fertig, okay. Dann haben wir nämlich hier noch seltsamer Trank und eine Wasserflasche, Wasserflasche. Irgendwie haben wir das hier nicht so ganz, voll. Trank, seltsamer Trank, Wasserflasche, Wasserflasche. Ja, würde ich einfach hier nochmal zwei machen. Den kann ich da rausnehmen. Kann ich das Bett mal eben kurz zur Seite schmeißen. Und da den Stein reinpacken.
So, und hier hatten wir ja noch einen mit 3 Minuten drin. Also machen wir den da jetzt mit rein. Dann ein Redstone. Und dann nehmen wir den noch. Und dann haben wir nämlich hier... Ach nee, das ist unter Wasser atmen. Nee, das brauchen wir nicht. Ach, da habe ich mich jetzt vertan. Okay, so. Ich denke, das reicht dann auch erstmal. Ja. Das sollte wirklich dicke reichen. 3 Stück. Da kommen wir erstmal eine Weile wieder mit hin. Beziehungsweise wir haben ja 5. So. Und wir nehmen nur einen mit. Mehr brauchen wir nicht. Die brauchen wir jetzt auch nicht. Die Flaschen packen wir auch wieder aus. Ja. Na, gib schon her. So, das haben wir dann die Erde hier oben platzieren. Was hatten wir gesagt? Nehmen wir mit Kühe, ne? Genau. Die Kühe nehmen wir mit. Ach, die Erde ist schon wirklich, also die Erde, das Gras ist schon wirklich schön gewachsen. So, gut, okay. Das haben wir auch erledigt. Ah, jetzt habe ich alles mitgeschleppt irgendwie. Das muss ich nochmal auspacken. Wir sind ja eh gleich hier runter. Jetzt habe ich 2 Tränke mitgeschleppt, Redstone mitgenommen. Das ist alles Zeugs, was wir nicht brauchen. Was uns jetzt gerade nur unnötig die Taschen zumüllt. Und die Taschen brauchen wir leer. So, den können wir auch auspacken. Den brauchen wir nicht mehr. Zumindest erstmal nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir den vielleicht... nochmal brauchen. So viel Glas werden wir auch nicht mehr brauchen. Den können wir auch auspacken. So. Und dann geht's weiter. Dann können wir eigentlich jetzt auf der einen Etage noch die Fenster fertig machen. Die fehlen uns ja noch. Also hier in der oberen. Ich glaube, hier haben wir alle. Da hinten waren die drin. Ja, ich glaube schon. Ach genau, die Leiter können wir auch noch machen. So, dann machen wir jetzt hier erstmal die Fenster fertig. Genau. Na, das war daneben. Sand habe ich keinen mehr dabei. Nee. Das holen wir gleich unten aus der Kiste. Alles. Guck mal, dass wir da den ganzen Inhalt hier irgendwie nach oben bekommen. So. Und hier. Und atmen nicht vergessen. So, dann haben wir noch einmal Fenster und dann sind wir durch. Dann haben wir das geschafft. Das waren dann die letzten Fenster hier in dem Turm. Und da Glas. Ah, jetzt reicht das Glas nicht. Ah, sowas Ärgerliches. Oh, ist das doof. Okay, dann erstmal ganz nach unten. Wir machen uns ein paar Leitern. Wir machen uns nichts weiter, glaube ich. Wir gucken mal, ist da noch irgendwie Glas oder so? Aber ich glaube, da war kein Glas. Doch, ein bisschen Glas ist noch da. Super. Den Sand nehmen wir mit. Wir machen uns ein paar Leitern. Ja, Holz haben wir ja eigentlich auch genug dabei. Achso, Leitern brauche ich ja nur Stöcker, ne? Das hat sich ja nicht geändert. Nur Stöckchen. Gut. Jetzt mal gucken, ob wir mit den 15 Leitern dann auch hinkommen. Was brauchen wir denn noch? Mal gucken, was wir hier alles mitnehmen können.
da brauchen wir auf jeden Fall noch eine Mauer. Und mehr können wir nicht mitnehmen. Das war's dann eigentlich auch schon. Und da müssen wir erst nochmal wieder ein bisschen was wegbringen, ein bisschen was leer machen hier. Dass wir da wieder Platz bekommen. So, und gucken wir jetzt erstmal, dass wir hier mit den Leitern hinkommen. Ja, okay, das passt. Super, da haben wir jetzt noch ein bisschen Glas. Das können wir da schon mal ranpappen. Das wird nicht reichen, aber... Ah, genau, eins fehlt. Na, super. Okay, ist so. Dann den Sand, das machen wir aber unten dann erstmal, weil wir das ja als erstes da wasserfrei machen. Ist das schon wieder dunkel? Das ist so dunkel. Naja, es wird schon wieder dunkel. Das kennen wir ja schon. Es ist permanent, ist das hier dunkel. So, dann hier noch und dann können wir eigentlich die Kammern auch schon soweit wasserfrei machen. Da hatte ich auch nicht ganz zu, ne? Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Ist aber noch ganz zu machen. Kann man... Ja, hier kann ich nicht schlafen. Muss ich doch nach oben. Okay. Hier geht das auch nicht. Wollen die mich denn veräppeln? Dann hier auf dem Glas auch nicht. Na gut, dann eben hier. So, da können wir es jetzt auch erstmal stehen lassen. Was essen wäre toll. So. Autschen. Sand. Sand habe ich hier noch. Ist gar nicht, hatten wir ganz unten in der Kiste noch Sand? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich würde das jetzt erstmal lassen und wir machen jetzt hier Wasser raus und ja, stellen den Ofen einfach hier dann auf die Treppe. Und gut, so würde ich das jetzt handhaben. Jetzt können wir eigentlich auch mal unseren Trank trinken, dass wir hier was sehen. So, genau. Dann machen wir hier wieder zwei weg, dass wir rüberkommen. Und dann geht das los. Na, das war doch super. Das war ja schnell. Okay, aber da oben kommen wir nicht ran. Wir haben aber noch ein bisschen Sand in der Tasche. Das finde ich gut. Da können wir uns nämlich hier ein bisschen hochbauen. Durch das Wasser geht das jetzt nicht. So, aber jetzt. So, dann können wir nämlich die da oben auch noch schön abmachen. Dann stellen wir uns nämlich gleich den... Dings hatte ich ja schon gesagt, den Ofen auf die Treppe. Ich denke, das ist der beste Ort für den Ofen. Ich will daran. Ja. So viele Oktopoden. Ich hab's mir gemerkt, lieber Handy-LP. Haha. Ja, war ein ganz netter Kommentar irgendwie. Dass die Oktopusse, wie ich sie ja immer nenne, nicht Oktopusse heißen, sondern dass das Oktopoden sind in Mehrzahl. Also ein Oktopus und viele Oktopoden. Ich muss sagen, ich habe dieses Wort vorher noch nie gehört und ja, jetzt habe ich es aber intus, jetzt weiß ich, dass es Oktopoden sind und ja, vielen Dank dafür. So, dann rüber. Machen wir nämlich die Kammer noch leer und dann stellen wir erst den Ofen auf. So, einmal und zweimal und da noch und da und vielleicht da. Da auch noch. Ah, hier ist jetzt wieder etwas schwieriger. Die andere ging so einfach.
Aber die andere war auch ein bisschen verwinkelter und ich habe so das Gefühl, huch, umso verwinkelter das Ganze ist, umso einfacher ist da das Wasser rauszukriegen. Dafür ist doch noch irgendwo. Kommst du da runter jetzt? Ah ja. Und dann. So. Genau. Dann haben wir das auch leer. Können wir hier nämlich schon den Sand wieder mit einsammeln. Es geht ruckzuck. Und auf jeden Fall noch ein bisschen Licht machen hier, denn wir sehen ja wieder so viel. Wir haben ja wieder den Nachtsichttrank aktiv. Und dann vergisst man ja gerne mal, dass es hier echt dunkel ist und dass da Monster kommen. So. So, dann machen wir die oben weg. Gucken, wo ich überall rankomme. Da komme ich ran, da nicht mehr. Und den noch. Da komme ich ran? Ja. Da komme ich nicht ran. Gut, okay, dann haben wir doch schon die ersten zwei Kammern leer. Ne, falsches Werkzeug. So, dann müssen wir uns hier wieder einen Durchgang schaffen. Und dann eben den Ofen hinstellen. Und den stellen wir natürlich hier auf die Treppe. Wie stehen da? Ich habe gar keine Kohle mehr. Habe ich keine Kohle mehr? Habe ich die ausgepackt oder habe ich die unten gelassen? Ich glaube, die habe ich ausgepackt gehabt. Gott sei Dank haben wir ein bisschen Holz dabei. Kann ich eigentlich auch die verbrennen? Ja. Oh, okay. Das ist auch okay. So kann man die Tasche auch leer kriegen, wenn man einfach die Stufen verbrennt. So. Und machen wir da eine Kohle rein, dann lassen wir das noch einen Augenblick brutzeln und wir können schon mal hoch die nächste Kammer abtrennen. Und zwar die hier hinten. Na, Sand ist alle. Okay, dann atmen. Machen wir hier das Stück noch zu. Und dann ist der Sand auch schon alle. Mal gucken, wie weit unsere Kohle hier ist. Okay, das sollte eigentlich für die Schwämme reichen. Dann packen wir den Ofen und dann würde ich auch an dieser Stelle den Part beenden. Und wir sehen uns dann im nächsten. Also bis denn. Ciao, ciao.